Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever Schönbau im Moseltal. Und zwar geht's heute in der heutigen Folge um die Ortschaft Alken. Die habe ich in großen Teilen im Freestyle gebastelt. Ich habe mich natürlich schon daran orientiert, wie sich so die Straßensetzung gestaltet und auch so diese Weinberge. Ich denke, dass es Weinberge sind, die sich hier befinden, habe ich einigermaßen versucht mit einzubauen. Und natürlich aber als wichtigen Eyecatcher, hier oben oberhalb der Ortschaft thront eben die Burg Turrant. Das Ganze, um das einzuordnen, befindet sich hier so schräg gegenüber von der Ortschaft Löw. Ja, ich habe es mir gemerkt, wie man es ausspricht. Ich hoffe, das war jetzt korrekt. Und dort drüben eben Katennis. So sieht's aus. Und ja, genau. Bastelzeitraffer ist relativ kurz gehalten. Die ziehen wir uns jetzt mal rein und dann schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Und wir können uns auch eigentlich noch eine kleine Mitfahrt gönnen. Denn ich habe hier so eine Buslinie angelegt, die hier so ein bisschen in der Gegend rumgurkt. So, Zeitraffer, wie gesagt, habe ich es bis also aufs Wesentliche beschränkt, sage ich mal. Vor allen Dingen die Burg, die hier oben eben sitzt. Die war halt sehr, sehr wichtig, dass ich die mit auf der Karte habe. Und das Gebastel kriegt ihr jetzt hier mal brühwarm serviert. Erstmal habe ich mir so ein Podest geschaffen, wie üblich, mit der Modbox. Habe mir ein paar Schienen reingezogen, damit ich die Sachen da dran snappen kann. Insgesamt ist es hier noch ein bisschen zu groß. Das habe ich dann erst später festgestellt, habe es dann nochmal ein bisschen verkleinert. Und habe dann einfach angefangen, so versucht, die Grundform unter Zuhilfenahme von diversen Bildern, die ich im Internet gefunden habe, darzustellen. Nicht nur Bilder, die ich gefunden habe, sondern der gute Rote Stein hat mir tatsächlich auch ein Bild geschickt. Mal vor längerer Zeit schon, da war genau diese Burg auch mit zu sehen. Und neulich hat er mir nochmal ein paar Bilder geschickt. Vielen Dank nochmal dafür an der Stelle. Von einer Radtour entlang der Moselstrecke, da sind auch sehr, sehr gute Perspektiven dabei gewesen, die ich auf jeden Fall alle gut verwerten kann. Für die Detailarbeit. Und generell, also das wäre natürlich auch eine coole Sache, wenn ihr euch oder wenn ihr euch sowieso auskennt vor Ort oder wenn ihr Bock habt, ein bisschen zu recherchieren, schreibt mir mal in die Kommentare, was es da noch so alles für Burgen und Festungsanlagen gibt. Also ich weiß nicht, ob ich schon alle entdeckt habe. Schloss von der Leyen ist natürlich ein Thema. Schloss Liebig, glaube ich, nennt sich das, mit zweimal IE geschrieben, befindet sich auch dort. Ganz in der Nähe. Aber gerade, also wo es kein Problem ist, ist auf der Seite der Mosel, wo sich halt die Eisenbahn befindet. Das finde ich alles immer ganz gut. Das ist kein Problem, das rauszufinden, was sich dort so alles an Festungen befindet. Aber auf der anderen Moselseite tue ich mich ein bisschen schwer. Also schreibt mir gerne ruhig in die Kommentare alle Schlösser, die ihr im Bereich zwischen eben Löw und Koblenz Hauptbahnhof finden könnt. Und dann schaue ich mal, dann gleiche ich das mal mit meinem Kenntnisstand ab und sehe zu, dass ich das noch ergänze auf meiner Liste. Weil die ganzen Schlösser und Burgen und so weiter, das sind halt schon einfach totale Eyecatcher. Wichtig für den Wiedererkennungswert und die möchte ich schon möglichst alle lückenlos umsetzen. Genauso wie diese große Brücke, die Autobahnbrücke, die dort drüber führt, irgendwo hinter Koban-Gondorf, glaube ich. Auch ein ganz wichtiges Ding. Die Weinberge bei Koban-Gondorf, dort wird dann auch die eine Feldbahn entstehen, habe ich mir jetzt überlegt. Also ich weiß nicht genau, es gab mal in der Vergangenheit dort eine Feldbahn, das weiß ich definitiv, aber da konnte ich beim besten Willen keine Informationen rausfinden, wo sich die genau befunden hat. Also wenn da jemand mehr weiß, das wäre auch eine super wichtige Info. Aber ich habe mir halt überlegt, die baue ich bei Koban, also hinter, zwischen Winningen und Koban-Gondorf befinden sich relativ massive Weinberge, die man gut wiedererkennen kann und die möchte ich schon möglichst gut umsetzen. Und da passt halt, also da ist Platz, da ist genügend Platz zum Basteln, da passt auch einfach thematisch so eine Feldbahn wunderbar hin. Und deswegen werde ich die definitiv dort umsetzen. Aber natürlich Bildmaterial wäre schon Gold wert. Ich habe zwar ein Bildband gefunden, den ich mir bestellen könnte, kostet glaube ich 20 Euro, aber ob es das dann wirklich wert ist. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob dann wirklich diese Feldbahn da mit dabei ist, die ich suche hier entlang der Moselstrecke. Eine Museumsbahn habe ich gefunden, aber die ist nicht im Baugebiet. Deswegen, wenn ihr mir da aushelfen könnt, wenn ihr da mehr wisst, kloppt es mir gerne in die Kommentare. So, jetzt habe ich eigentlich gar nicht viel zum Basteln gesagt, eigentlich gar nichts, aber es ist ja eh relativ selbsterklärend. Ich habe schon zig Burgen gebastelt, es ist eigentlich immer dasselbe Spielchen, dieselbe Herangehensweise. Jetzt wird es vielleicht noch ein bisschen interessant, das ist noch so quasi die alte mühsame Methode, um mir Rankhilfen zu schaffen. Da habe ich einfach noch diese Zäune-Mod
genommen und habe einfach Zäune gezogen. Das soll dann die Rankhilfe werden. Aber der große Nachteil ist natürlich, weil ich will ja nur die Pfosten haben. Und ihr seht schon, das ist eigentlich nicht zumutbar. Also das ist selbst mir zu viel Arbeit, das in einem großen Stil zu machen. Ich zeige euch aber direkt im Anschluss noch in-game, wie es deutlich besser geht. So, deswegen machen wir hier auch direkt einen Cut und gehen mal auf die Karte. So, die komplette Gebäudesetzung hier habe ich euch jetzt einfach mal gespart oder erspart, besser gesagt. Das meiste ist sowieso, also größtenteils im Freestyle entstanden. Ich habe mich halt an der Straßensetzung orientiert, habe ungefähr geschaut, also ungefähr circa in der Position befindet sich eine Kirche. Ja, dieser Art Marktplatz, das ist ja auch alles mehr Kulisse, das werde ich auch, glaube ich, nicht weiter ausarbeiten. Weil sowieso generell diese Seite der Mosel ist eher Kulisse. Natürlich schon ein bisschen mehr, das soll schon auch alles ganz gut aussehen. Aber also wirklich interessant ist es halt eben auf dieser Seite hier drüben, ne, wo die Züge fahren. Das ist halt das Interessante für mich zum Filmen und auch für Führerstandsmitfahrten. So, also da spielt halt, ne, da spielt die Musik. Und hier drüben, das ist halt Kulisse. Soll schon auch gut aussehen, aber muss nicht so wahnsinnig detailliert ausgearbeitet sein in meinen Augen. Und auch, man muss ja sowieso auch immer die elende Performance im Hintergrund haben. Deswegen, wenn ich das hier auch noch mit 1000 Details übersehe, dann wird es halt wirklich schwierig. Also da muss man einfach gut überlegen, wo man detailliert ausarbeitet und wo nicht. Trotzdem ist es alles ganz nett geworden und hat auch schon einen relativ hohen Wiedererkennungswert, würde ich sagen. Den Uferbereich habe ich ganz gut in Form gebracht. Hab nochmal geschaut, also auf der Karte kann man auf jeden Fall erkennen, dass sich auch in diesem Bereich, da parken einfach viele, viele Autos. Deswegen habe ich das hier nochmal so umgebaut. Habe hier parallel nochmal so einen kleinen Fußweg verlegt, habe das mit einer Hecke ergänzt. Hier ein paar so kleine Anleger habe ich noch gesetzt, ne? Die funktionieren ja auch, da kann ich dann auch ein paar Schiffchen hin und her fahren lassen. Genauso wie hier drüben habe ich auch nochmal eine ganz simpel gehaltene Anlegestelle hingebaut. Wie gesagt, dieser komische Marktplatz. Was ich vielleicht noch ergänzen werde, hier drüben in dem Bereich befindet sich ungefähr eine, ich glaube, es ist eine Schlosserei. Die wird noch ganz gut reinpassen für den Wiedererkennungswert. Aber ansonsten wird das im Wesentlichen so bleiben. So, hier so eine kleine Kapelle. Kann ich es gerade erkennen, wie das Ding heißt? Nee, finde ich gerade nicht auf der Karte. Ich habe es wie üblich geöffnet hier auf dem zweiten Monitor. Aber befindet sich ungefähr in diesem Bereich, würde ich sagen. Und aber wichtig ist ja eben vor allen Dingen eben diese Burg hier oben, dass da die Grundform einigermaßen passt. Wir können eigentlich direkt mal den Bus hier anhalten. Mit dem fahren wir dann einfach gleich noch eine kleine Runde. Ja, das ist eben jetzt die Burg Turand. Da ist auch viel im Freestyle entstanden, habe ich mir nicht so mega genau angeschaut, wie sich das in der Realität darstellt. Aber die Grundform war mir wichtig. Die habe ich, glaube ich, einigermaßen getroffen. Und wenn man sich das mal aus so einer Perspektive anschaut, wenn ihr einfach mal eine Bildersuche macht nach Burg Turand, dann findet ihr viele solche, circa solche Perspektiven. Gerade mit den zwei markanten runden Türmen. Das war mir wichtig und ich denke mal so, das Gesamtbild passt schon. So, wir stoppen die Karte mal insgesamt und gehen mal ganz kurz in den Bastelmodus, weil was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist Weinbergbau. Und zwar die Zaunmod von Snowball. Die habe ich mir so ein bisschen umgebaut. Das ist eine ganz simple Nummer und bei Bedarf kann ich auch schauen, dass ich einfach nochmal mit dem Snowball Kontakt aufnehme. Vielleicht nimmt er ja meine Änderungen einfach mit in die Mod auf. Oder ich könnte auch einfach eine Mod zur Mod hochladen. Ich denke, das wäre auch eine Option. Oder einfach eine kurze Anleitung, wie man sich das Zeug umschreiben kann. Man muss, glaube ich, nur drei Dateien ändern. Es ist alles relativ selbsterklärend und wirklich also denkbar einfach umzusetzen. So, was habe ich getan? Ich habe mir zwei weitere Typen hinzugefügt. Und zwar einmal nur die Holzpfosten und einmal nur die Metallpfosten. Also das bedeutet, das sind im Wesentlichen nur diese beiden Zäune, der Metallzaun und der Holzzaun, nur eben ohne die eigentlichen Zaunelemente. Das stellt sich dann so dar, wir nehmen einfach mal einen kleinen Patch, dann geht es ein bisschen schneller, hier zum Beispiel so, und machen uns hier nochmal, setzen erstmal ein paar Ranghilfen im Planungsmodus. Das mache ich ungefähr so, lasse das so ein bisschen überlappen. Orientiere mich an den Linien, an den weißen Linien, die dabei entstehen und gehe einfach diesen ganzen Patch ab. Zack, zack, zack. So in etwa, muss natürlich nicht alles perfekt sein, aber so einigermaßen symmetrisch. Und dann legen wir das Ganze an und heraus kommen eben diese kleinen Ranghilfen, so nenne ich die jetzt einfach mal. Und das kann man dann schön kombinieren und das geht auch relativ flott von der Hand, wenn ihr die Mod gezielt platzierbare Bäume installiert habt.
Und zwar brauchen wir da die europäischen Bäume kollisionsfrei. Was sich dazu sehr gut eignet, ist hier die Baumvariante 8. Die nehmen wir mal und versenken die so ein bisschen im Boden. Ne? Mit Bild auf, Bild ab kann man ja praktisch alle Assets in der Höhe verstellen. Dann rotieren wir uns das Ganze noch ungefähr so hin. Das kommt schon gar nicht so schlecht. Und dann ziehe ich mir hier einfach so Linien rein. Zack, 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 zack. Ihr seht schon, das geht relativ flott von der Hand. Bei größeren Bereichen sitzt man natürlich schon eine ganze Weile dran, aber wer schön bauen will, muss leiden. Aber im Vergleich zu dem, wie ich das halt bislang immer gemacht habe, ist das schon eine deutliche Zeitersparnis. Und das Ergebnis kann sich halt wirklich sehen lassen. Also das kommt schon so einem Weinanbau am nächsten. Also zumindest so, wie ich das bislang gebastelt habe, ist das hier schon das beste Ergebnis, was ich bislang bekommen habe einfach. So, wenn wir uns das mal so anschauen, ne? Kombination mit den leicht versenkten Gebüschen, das sind halt eben die Weinpflanzen, in Kombination mit den Rankhilfen, wo ich mir die Zäune so ein bisschen zweckentfremdet habe. Das ist schon eine schöne Geschichte, oder? Also könnt ihr mir gerne ein bisschen Feedback dalassen. Und das ist halt auch die Methode, da werde ich auf jeden Fall, wo ich sehr groß den Fokus drauf setzen werde, ist dieses ganze große Weinbaugebiet hinter, also zwischen Kobern, Gondorf und Winningen. Das werde ich alles mit dieser Methode umsetzen und auch alles noch ein bisschen, ja, deutlich massiver ausarbeiten. Also man kann natürlich diese Linien auch einfach noch deutlich dichter anlegen. Dann geht man hier nochmal drüber, klickt immer in die Lücke quasi rein und zieht das dann wieder runter. Und dann entstehen da eigentlich relativ saubere Weinlinien, sage ich jetzt einfach mal. Man kann es natürlich auch noch schön ein bisschen durcheinander variieren, dann nimmt man nochmal eine andere Variante. Dann sieht es vielleicht nochmal ein bisschen abwechslungsreicher aus und nicht ganz so gleichförmig. Aber ja, das ist eben so die Methode. Die Mod ein bisschen umgebaut, damit man eben diese Pfosten bekommt als Rankhilfe und das Ganze dann ein bisschen mit Handarbeit hier mit diesen Gebüschen kombiniert. Und dann sieht das Ganze doch ganz ordentlich aus, wie ich finde. So, das wollte ich gezeigt haben und ihr seht schon, ich habe es auch in Teilen schon ein bisschen überarbeitet. Hier zum Beispiel habe ich die Fläche nochmal abgeändert, genauso wie hier drüben. Ich werde das nicht flächendeckend machen, das ist einfach zu viel Aufwand. Aber schon punktuell immer mal wieder, um das Ganze einfach so ein bisschen besser in Form zu bringen. Und das Ganze wird dann eben, also das Highlight der ganzen Geschichte wird auf jeden Fall ganz da hinten irgendwo dieses große Weinanbaugebiet, eben wie gesagt zwischen Kobern, Gondorf und Winningen. Das werde ich dann auch schön alles in eine Folge verpacken oder ja, vielleicht sogar zwei Folgen. Eine Folge für den Weinbergbau, eine Folge für das Anlegen der Feldbahn und das soll dann schon wirklich auch perfekt werden. So. Das dazu und dann, ja, dann drehen wir einfach noch eine kleine Runde hier mit dem Bus, den wir uns hier gerade angehalten haben. Entlang der Linie habe ich auch ein bisschen weiter ausdekoriert. Perfekt ist es nicht geworden. Wir kleben uns hier einfach mal so oben dran. Dieser Reisebus, der da oben steht, der ist im Übrigen auch in diesem großen Asset-Paket, in dem großen Gebäude-Asset-Paket von Matsepogo auf Steam enthalten. Asset-Expansion-Paket. Da ist dieser Reisebus mit drin. So, die Linie, ich muss mal schauen, ob wir sie jetzt wirklich komplett durchfahren. Aber wir fahren auf jeden Fall mal bis Löwe runter. Das kennt ihr ja schon. Das hat man schon in einer Bastelfolge gesehen. Und wir können auch einfach mal ins Cockpit gehen und schauen uns mal diese Perspektive an. Ist ja auch nicht so verkehrt. So. Verkehrsschilder habe ich halt schon noch einige ergänzt, auch nicht flächendeckend, aber jetzt nur entlang dieser kleinen Mitfahrtlinie habe ich das schon noch gemacht, damit das hier alles ein bisschen netter aussieht. Genauso wie die Ortsschilder. Busse muss ich natürlich dringend noch installieren. Also ich habe jetzt, glaube ich, nur eine Mod installiert aus dem Bereich Busse. Ich habe schon geschaut, was in Koblenz so durch die Gegend fährt. Ich glaube, Koblenz fährt MAN. Und die sind, glaube ich, alle in so einer roten Lackierung unterwegs, wenn ich es gerade richtig auf dem Schirm habe. Da muss ich nochmal genau nachschauen. Also da könnt ihr mir auch gerne nochmal in die Kommentare schreiben, was da realistisch wäre. Und dann schauen wir mal, ob es das auch als Mod gibt. Das hier links im Bild, dieses Gebäude, ist eigentlich eher ein Stadtgebäude, würde ich sagen. Also so ein Altbaugebäude, auch aus dem Asset-Expansion-Paket entnommen. Aber das hat jetzt als Restaurant ganz gut hier reingepasst. Und da gibt es tatsächlich so ein Restaurant. Ich glaube, das ist irgendwie der Burg da oben gewidmet.
So, dann fahren wir hier mal. Das müsste die Moselstraße sein, die hier am Ufer entlang führt. Die fahren wir mal entlang und dann schön über die Brücke oben drüber. Was man jetzt auch schon ganz gut erkennen konnte, ich habe auch auf der anderen Seite der Mosel, habe ich jetzt mal eine ganz simple LKW-Linie angelegt, damit da auch einfach mal ein bisschen Verkehrsaufkommen herrscht. Parallel zur Schiene fahren einfach die ganzen LKWs entlang. Also zwischen Koblenz und dann fahren sie einfach zum Kartenrand. Da lasse ich sie dann einfach wenden auf einer ganz normalen Haltestelle und dann fahren sie wieder zurück. So, dann biegen wir mal ab. Quälen uns den Berg hoch und überqueren die Mosel. Und fahren auf jeden Fall mal zum Bahnhof in Löw. So, Tempo 40 Begrenzung. Das passt tatsächlich auch mit der Geschwindigkeit der Straßenart zusammen. Am Friedhof und an der Kirche vorbei. Na, kann sich schon sehen lassen, oder? Also, ich würde sogar behaupten, also wenn die Moselstrecke mal fertig ist, die ist noch ein gutes Stück detaillierter und einfach, also sieht noch ein Stückchen besser aus als die Rheinstrecken. Ist meine Vermutung. Liegt vielleicht auch ein Stück weit daran, dass ich ja wirklich, also ich habe einfach nur eine Bahnstrecke an der Mosel. Am Rhein sind es ja bekanntlich beide, also auf beiden Seiten ist einfach eine Bahnstrecke. Das ist natürlich schon deutlich mehr Aufwand gewesen. Hier kann ich mich da einfach ein bisschen mehr drauf fokussieren, auf den Bahnstreckenbau. Ist alles nicht so mühsam wie am Rhein entlang. So, perfektes Timing. Der Regionalexpress mit dem Wittenberger Steuerwagen lässt sich blicken. Dann fahren wir hier mal so ein bisschen durch die Ortschaft durch. Hier habe ich auch noch alles schön mit Zäunen ausgestattet. Auch einige Sims einziehen lassen, wie man sehen kann. Und hier muss ja auch nicht die Hölle los sein. Also das reicht mir vollkommen an Verkehrsaufkommen, wenn hier ein paar Autos durch die Gegend gurken, ein paar Leutchens durch die Gegend watscheln. Das passt schon. Hauptsache es wirkt so ein bisschen lebendig, die ganze Geschichte. So, und dann geht's zum Bahnhof. Am Gemüsehändler vorbei. So, hier habe ich einfach die Haltestelle aufgestellt. Weiß nicht, ob das realistisch ist. Ich vermute mal, da fährt auf jeden Fall irgendwie auch ein Bus zum Bahnhof. Ach, fahren wir rück noch ein Stückchen weiter. Wenn wir schon dabei sind. Huiuiui, abenteuerliche Perspektiven hier aus der Führerstandssicht. Und erkunden nochmal ein bisschen die Ortschaft. Habe ich das mit den Hecken eigentlich schon mal gezeigt? Ich weiß es gar nicht. Wenn, dann machen wir es auf jeden Fall nächste Folge. Aber hier habe ich einfach also diese großen Hecken, die sich hier links gerade im Bild befunden haben und auch rechts. Und da vorne kommt nochmal eine. Das sind halt einfach... Was sind das? Nadelbäume. Irgendeine Art von Nadelbäumen. Und die habe ich halt so mindestens zur Hälfte im Boden versenkt, wenn nicht sogar zu zwei Dritteln und die dann einfach aneinander gereiht. Das ergibt halt schöne, dichte Hecken, die doch einigermaßen realistisch aussehen. Auch eine nette Methode. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es schon mal gezeigt habe. Ich dachte schon. Aber kann ich auch einfach nochmal zeigen in der nächsten Folge, dann, wenn wieder weiter gebastelt wird. So, zurück auf der Hauptstraße hier. Das müsste die 416er sein, die hier die Mosel entlang läuft. Die Haltestellen habe ich auch so ein bisschen umbenannt mit passender Namensgebung. So, dann
schön an der Kirche vorbei hier. Da wartet sogar jemand, der mit dem Bus fährt. Sehr schön. Auch das funktioniert mittlerweile, hat sich so ein bisschen eingependelt. Also die ganzen Linien werden auch angenommen von den Sims. Allzu viele Leute fahren natürlich nicht mit, aber es ist nicht mehr so, dass alle Fahrzeuge leer durch die Gegend fahren. Bis natürlich auf die Fernverkehrszüge. Da habe ich einfach keine andere Möglichkeit, außer ich versuche noch irgendwo am Kartenrand weitere Bahnhöfe hinzuquetschen. Aber die fahren ja... Also die Sims haben einfach keinen Grund, mit den Fernverkehrszügen zu fahren, weil die fahren von Zugspeicher und halten halt nur am Koblenzer Hauptbahnhof. Dann wieder zum Zugspeicher und zurück zum Koblenzer Hauptbahnhof. Also macht einfach keinen Sinn, für die Sims dort einzusteigen. Ja, bei den Regionalzügen ist natürlich was anderes. Die ganzen kleinen Bahnhöfe anfahren, da fahren schon mittlerweile Sims mit. Genauso wie in den Bussen. Aber eben leider nicht in den Fernverkehrszügen. So, dann erreichen wir Katennis. Ich hoffe, dass ich das zumindest mal richtig ausgesprochen habe. Wird mir noch öfter passieren, aber ihr werdet mich ja verlässlich korrigieren und ich merke mir das dann schon. Aber da ich natürlich mal einige Folgen am Stück aufnehme, ist es eigentlich immer so, wenn ich irgendeine Ortschaft falsch ausspreche, dann bleibt das auch ein paar Folgen so. Deswegen wundert euch nicht, ich bin da nicht lernresistent oder so. Ich merke mir das schon. So, hier habe ich die Weinberge auch schon ein bisschen aufgepeppt mit der bekannten Methode. Macht auch nochmal einen deutlichen Unterschied. Hier sind wir jetzt ungefähr auf Höhe der Gärtnerei. Die Sims habe ich nicht hier hingestellt. Die fahren also tatsächlich freiwillig mit meinem Bus. Sehr schön. Dann sind wir hier auf Höhe Katennis Bahnhof. Längeln uns hier nochmal so ein bisschen durch. Über die Eisenbahnbrücke. Wo die Trainspotter stehen. Das kann sich doch alles sehen lassen. Wir gehen nochmal in die Außenperspektive abschließend, würde ich sagen. Kleben uns hier nochmal so ein bisschen dran, damit man einfach nochmal ein bisschen mehr sieht. Dann haben wir beides mal drin gehabt. Ein bisschen Führerstandsperspektive bzw. Cockpit. Fahrerperspektive nennen wir es mal. Der Bereich hat auch einen sehr hohen Wiedererkennungswert, also diese Rampe, die hier runter geht, das kann man auch bei Führerstandsmitfahrten sehr, sehr gut erkennen. Habe ich einigermaßen gut mit einbauen können, die ganze Geschichte. Und dann geht's zurück Richtung Löw, beziehungsweise nach Alken. Richtung Burg Turant. Schiffe sind auch schon unterwegs, werde ich auch nochmal in einer Folge thematisieren. Ich denke, das passt dann ganz gut, wenn wir die Mosel-Staustufe basteln werden. Da passt das dann, glaube ich, thematisch ganz gut dazu. Und wenn ihr Bock habt, können wir auch mal eine Mitfahrt mit dem Schiff machen. Ne? Da könnte man sich halt auch in so einer Perspektive dran kleben. Und dann, glaube ich, kriegt man auch... Also das wäre halt dann eher was, wenn die ganze Moselstrecke wirklich schon sehr weit fortgeschritten ist. Um das Ganze nochmal nett... in den Fokus zu nehmen. Das ist ja ein bisschen wie so eine Kameratoolfahrt, wenn man sich an so ein Schiff dranhängt. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht gemacht. So, auch hier habe ich zumindest schon mal ein paar Rankhilfen aufgestellt. Sehr schön, da kommt einer der Regionalexpresszüge vorbei. Mit der orientroten 110 Bügelfalte. Oh, wunderbar. Wunderbar, die Moselstrecke, das wird echt so ein richtiges Prachtstück. Da hinten ist auch das Sandwich unterwegs, was ich euch letzte Folge schon mal kurz gezeigt habe. Ja,
Na, super, oder? Das sind genau die Bilder, die ich haben wollte. Der Uferbereich ist ordentlich ausgearbeitet. Der Verkehr fließt. Einiges an Zügen unterwegs. Das passt. Also ich bin also bis hierhin wirklich zu 100% zufrieden mit dem ganzen Moseltal-Gebastel. Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Genau solche Ergebnisse wollte ich bekommen. Und ich habe sie bekommen. Sehr geil. Muss man sagen. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber ist mir auch relativ egal, ehrlich gesagt. Ich denke, es ist in dem Fall wirklich mal angebracht. Mann, Mann, Mann. Also, wenn die ganzen anderen Karten aus den vergangenen Staffeln in der Qualität gewesen wären, dann wäre das hier echt eine ganz andere Nummer. Aber das ist jetzt natürlich auch der neue Maßstab. Also, schlechter wird es garantiert nicht wieder. So. Ah, der fährt. Okay, der fährt jetzt sowieso hier raus, quasi aus dem fertigen Bereich. Und dann wird es ein bisschen schäbig. Das werden wir bei Gelegenheit dann nochmal nachholen, wenn das hier alles ein bisschen weiter ausgearbeitet ist. Gut, dann würde ich sagen, an der Stelle können wir eigentlich mal Feierabend machen, so langsam. Wie gesagt, lasst mir ein bisschen Feedback da. Was haltet ihr generell von den Mitfahrten? Ich baue das ja schon immer mal wieder ein, aber ich bin mir echt nicht so ganz sicher. Ich meine, die meisten Leute werden wahrscheinlich wildes Gebastel bevorzugen und das kommt ja auch nicht zu knapp. Nächste Folge wird zum Beispiel schon wieder eine ziemlich ausufernde Zeitraffer werden. Das konnte ich nicht weiter zusammenkürzen als auf ungefähr 20 Minuten. Freut euch drauf, es geht munter weiter. In diesem Sinne, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch wieder ein wenig gefallen. Ich verabschiede mich für heute aus dem Moseltal. Lasst euch nicht ärgern und bis zum nächsten Mal.